Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 6, erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zur Änderung glücksspielrechtlicher Vorschriften, Drucksache 19/5248. Eingebracht wird es von Herrn Staatsminister Beuth. Bitte schön. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich bringe den Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz zur Änderung glücksspielrechtlicher Vorschriften hier in den Hessischen Landtag ein. Es ist eine, sagen wir mal so, etwas schwierige Situation, weil wir uns in einem laufenden Prozess befinden, den am Ende nicht nur alleine der Hessische Landtag steuern kann, sondern der davon abhängt, wie sich die Entwicklung im Bereich des Glücksspiels bei den Verhandlungen zum zweiten Glücksspielstaatsvertrag weiterentwickeln. Wir haben hier zunächst einmal die Situation, dass die Ministerpräsidentenkonferenz einen Glücksspielstaatsvertrag ausgehandelt hat, der mit diesem Gesetz umgesetzt werden soll, der im Moment, sagen wir mal so, zumindest angegriffen wird von Landesregierungen, die bisher an den Verhandlungen nicht beteiligt waren. Deswegen ist die Lage unklar. Gleichwohl müssen wir das Gesetzgebungsverfahren hier weiter betreiben, weil wir im Moment noch auf der Basis der Verhandlungen der Ministerpräsidentenkonferenz aus dem Frühjahr arbeiten müssen. Meine Damen und Herren, der Glücksspielstaatsvertrag oder die glücksspielrechtlichen Vorschriften, die wir hier zu ändern haben, neben der Umsetzung des Glücksspielstaatsvertrages, sind ein paar wenige, die gleichwohl erfordern, dass wir uns die Glücksspielregeln hier noch einmal besonders vornehmen. Wir wollen Testkäufe mit den Regelungen einführen, genauso wie wir die Zuständigkeitsverordnung für das Glücksspiel in Hessen verändern müssen, wie auch den Erhalt der Vertriebswege für die Sportwetten über die Lottoannahmestellen. Soweit zu den Fragen, die über den Glücksspielstaatsvertrag hinaus, der hier ratifiziert werden soll, mit diesem Gesetz die Regeln, die über die Ratifizierung hinaus sozusagen hier angenommen werden. Lassen Sie mich deswegen zu dem wesentlichen Teil, dem Glücksspielstaatsvertrag und der Änderung des Glücksspielstaatsvertrages, ein paar Bemerkungen noch machen. Sie wissen, meine Damen und Herren, die Hessische Landesregierung hat den ersten Glücksspielstaatsvertrag in der Vergangenheit als rechtswidrig angesehen, wie im Übrigen auch viele Verwaltungsgerichte bis hin zum Europäischen Gerichtshof. Deswegen sind wir zu der Überzeugung gekommen, auch als Koalition zur Überzeugung gekommen, dass der Glücksspielstaatsvertrag entsprechend verändert wird. Das war der Grund, warum wir 5 Leitlinien aufgestellt haben, um den Glücksspielstaatsvertrag europarechtskonform auszugestalten. Ich will nicht auf alle Einzelheiten, weil wir die hier miteinander schon diskutiert haben, eingehen, aber ich will zumindest die Frage der Sportwettkonzessionen hier ansprechen. Das war die eine Frage. Und die andere Frage war das Thema Onlinespiel. Und die dritte ganz bedeutende Frage war die, wer entscheidet über die Glücksspielregeln bei uns in unserem Land, das Glücksspielkollegium. Hier haben wir entsprechende Vorschläge seitens der Landesregierung gemacht, um einen zeitgemäßen, aber am Ende einen europarechtskonformen Glücksspielstaatsvertrag aufzustellen. Wir haben gemeinsam mit den anderen Ländern das erörtert und diskutiert. Wir haben sogar einen eigenen Glücksspielstaatsvertrag vorgelegt für das Gremium, um dort eben auch unsere Handlungsfähigkeit, europarechtskonforme Handlungsfähigkeit darzustellen. Wir sind hingegangen und haben gesagt, wie wir am Ende ein Glücksspielrecht in Hessen uns vorstellen können, indem wir den Vorschlag gemacht haben für ein eigenes Glücksspielrecht, das nur in Hessen gelten wird, und haben diese Vorschläge den anderen 15 Ländern vorgelegt. Wir sind in den schwierigen Verhandlungen des letzten Herbstes und des Frühjahrs dazu gekommen, dass wir um der Einheit des Glücksspielrechts in Deutschland insgesamt willen, dass wir uns darauf einlassen, im Kompromisswege, dass wir den zweiten Glücksspielstaatsvertrag hier Ihnen zur Ratifizierung vorschlagen. Dieser zweite Glücksspielstaatsvertrag sieht zum einen vor die Lösung des Problems bei den Konzessionen bei den Sportwetten.
Es sieht zum anderen aber vor, dass wir nach einer Evaluation, insbesondere zum Thema Onlinespiel und zu der Frage des Kollegiums und der Aufsicht im Glücksspielwesen insgesamt in Deutschland, dass wir danach die Möglichkeit haben, wenn wir nicht zu einem zufriedenstellenden Ergebnis in unserem Sinne, im Sinne unserer Leitlinien, im Sinne unserer Überzeugungen kommen, dass wir als Hessen das einzige Land die Möglichkeit haben, dann den Glücksspielstaatsvertrag zu kündigen. Wir haben als Land Hessen, das ist der Verhandlungserfolg unseres Ministerpräsidenten, ein Sonderkündigungsrecht, was wir dann wahrnehmen wollen, wenn die anderen Länder nicht dahin kommen, dass wir einen europarechtskonformen Glücksspielstaatsvertrag weiterhin auf die Reihe bekommen. Das ist eine vertretbare Lösung, die gleichwohl, und das ist sozusagen das Spannende dieser Tage, die gleichwohl jetzt, dadurch, dass in Schleswig-Holstein eine andere Landesregierung die andere Überzeugungen im Glücksspielwesen haben als die Vorgängerregierung, die Landesregierung in Schleswig-Holstein, die eher der Überzeugung oder Überzeugungen hegt, wie wir sie auch im Glücksspielwesen hegen, dass wir dort eine veränderte Situation haben und noch nicht ganz sicher sein können, wie sich am Ende der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein in dieses Verfahren in der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz im Oktober einbringen wird. Ich habe die Hoffnung, dass auch über Veränderungen in anderen Bundesländern, z.B. Nordrhein-Westfalen, dass wir dort dazu kommen werden, dass wir die einheitliche Regelung im Glücksspielwesen im Sinne auch des Landes Hessen schneller und besser erreichen können. Gleichwohl bleibt es uns hier im Hessischen Landtag zunächst einmal auf Basis dessen, was auf dem Tisch liegt, nämlich dem Vorschlag der bisherigen Ministerpräsidentenkonferenz, das Gesetzgebungsverfahren weiter fortzusetzen. Wir haben Gelegenheit, im Innenausschuss das dann zu erörtern, nachdem die Ministerpräsidentenkonferenz getagt hat, mit möglicherweise anderen Vorschlägen. Eins ist nur sicher, dass wenn der zweite Glücksspielstaatsvertrag, den wir hier mit diesem Gesetzentwurf ratifizieren wollen, wenn er nicht zum Tragen kommt, wenn er nicht seine Wirkung entfallen wird, dass wir dann auch bei dem Thema Sportwetten wieder auf Null gesetzt sein werden. Dann werden wir die weiterhin nach unserer Auffassung und Überzeugung europarechtswidrige Situation weiter prolongieren. Das macht die Situation insgesamt sehr, sehr schwierig. Ich hoffe, dass die Ministerpräsidenten zu einem guten Kompromiss finden werden, den wir dann am Ende hier im Hessischen Landtag bei der weiteren Behandlung dieser Vorschriften, die wir Ihnen heute vorlegen, dann zu beachten haben. Ich habe die Hoffnung, dass wir im Sinne der Überlegungen, die Hessen angelegt hat zum europarechtskonformen Glücksspiel, dass wir dort ein Stückchen weiterkommen, auch bei der Ministerpräsidentenkonferenz. Jedenfalls haben wir mit dem Gesetzentwurf, den wir Ihnen heute hier vorlegen, eine Basis für die weiteren Verhandlungen und die Sicherheit, dass wir zum Ende des Jahres einen zweiten Glücksspielstaatsvertragsänderungsvertrag dann auch in geltendes Recht in Hessen umsetzen können. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister Beuth, für die Einbringung des Gesetzentwurfs. Als erster Redner hat sich schon Kollege Greilich von der FDP-Fraktion zu Wort gemeldet. Bitte schön, Herr Kollege, vereinbarte Redezeit ist 7,5 Minuten. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Innenminister hat es schon vorgestellt. Der wesentliche Teil des vorliegenden Gesetzentwurfs bezieht sich auf das Zustimmungsgesetz zum zweiten Glücksspieländerungsstaatsvertrag. Was das Hessische Glücksspielgesetz angeht, geht es eigentlich nur um formale Randregelungen, mit denen ich mich jetzt auch nicht auseinandersetzen will. Der aktuelle Sach- und Diskussionsstand zum bestehenden Glücksspielstaatsvertrag ist, insbesondere auf die nach wie vor nicht bestehende Regulierung des Sportwettenmarktes sowie des Online-Gaming-Marktes, Casino und Poker, gescheitert, schlicht gescheitert. Nichts anderes kann man dazu feststellen. Die quantitative Begrenzung auf maximal 20 Konzessionen. Herr Kollege Rudolph, Sie haben in den letzten Jahren schon so manches zu dem Thema gelernt. Sie sollten jetzt auch noch einmal zuhören. Die quantitative Begrenzung auf maximal 20 Konzessionen hat zu einer Vielzahl von Eilverfahren gegen die Konzessionsentscheidungen geführt. Das für ganz Deutschland zentral zuständige
Das für ganz Deutschland zentral zuständige hessische Innenministerium musste diese ewigen Niederlagen vor Gericht hinnehmen. Das hat letztlich eine Erteilung von Erlaubnissen verhindert. Der graue Markt über das Internet mit Lizenzen aus dem Ausland läuft munter weiter und an unseren Regelungen vorbei. Das sogenannte, anders kann man es nicht nennen, Glücksspielkollegium steht auf verfassungsrechtlich tönernen Füßen. Der Hessische Verwaltungsgerichtshof hat hierzu geurteilt, das darf ich wörtlich zitieren, dass die im Glücksspielstaatsvertrag erfolgte Zuweisung von Entscheidungsbefugnissen an ein aus 16 Vertretern der Länder bestehendes Glücksspielkollegium mit dem Bundesstaatsprinzip und dem Demokratieprinzip des Grundgesetzes nicht vereinbar ist. Das ist die Grundlage, auf der wir uns derzeit bewegen, meine Damen und Herren. Die Ministerpräsidenten haben sich auf der Ministerpräsidentenkonferenz im vergangenen März darauf verständigt, den Änderungsstaatsvertrag, den wir jetzt hier vorliegen haben, zu unterzeichnen. Wir sollen ihn ratifizieren. Die jetzt vorliegende Kompromisslösung zwischen dem sogenannten minimalinvasiven Eingriff, wie ihn die hier wieder einmal etwas hinterherlaufenden Bayern wollten, das heißt weiter eine quantitative Begrenzung, und Hessen mit dem vollständigen Systemwechsel, den der Innenminister hier auch noch einmal erwähnt hat. Dieser Kompromiss steht nun in diesem Glücksspieländerungsstaatsvertrag, der immerhin den einen Vorteil hat, dass es künftig nur noch auf qualitative Kriterien ankommen soll. Seit dieser Einigung haben sich die politischen Verhältnisse in den Ländern verändert. Das ist der wesentliche Punkt. Die neue Jamaika-Koalition in Schleswig-Holstein hat in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, diesen Weg, der in dem Glücksspieländerungsstaatsvertrag festgelegt ist, nicht mitzugehen. Sie will gemeinsam mit anderen veränderungswilligen Ländern eine echte europarechtskonforme Neuordnung. Und das, Herr Innenminister, hat mich dann doch an Ihrem Beitrag etwas verwundert, wenn Sie sagen, es sei nicht klar, wie der schleswig-holsteinische Ministerpräsident sich dort verhalten wird. In der letzten Woche hat der Landtag in Schleswig-Holstein einen entsprechenden Antrag mit den Stimmen der gesamten Koalition verabschiedet. Und danach wäre der aktuelle Änderungsstaatsvertrag schon jetzt in der vorliegenden Fassung schlicht gescheitert. Es müsste eine neue Vorlage erfolgen, mindestens mit einer Ausstiegsoption für Schleswig-Holstein. Damit ist das Ding tot, und deswegen sollte man jetzt keine Zeit verlieren. Ich sage dazu, Nordrhein-Westfalen, das ist wohl deutlich mit der neuen Koalition, wird ebenfalls die Linie der abgewählten Ministerpräsidentin Kraft, die sich dort als Blockiererin hervorgetan hat, verlassen. Die Staatskanzlei aus NRW hat schon mitgeteilt und darum gebeten, den Ratifizierungsprozess nicht weiter zu betreiben. In NRW ist er ausgesetzt. Das heißt, das Gesetz liegt dort auf Eis. Es kommt nichts mehr voran. Was wir auf der anderen Seite haben, sind die Vorschläge des Hessischen Innenministeriums. Der Minister hat sie noch einmal erwähnt. Die Regulierung von Casino- und Pokerspielen im Internet, die Aufhebung der Höchstzahl der zu vergebenen Sportwettenkonzessionen, die Einführung einer bislang natürlich nicht vorhandenen Internet-Höchsteinsatzgrenze von 1.000 € und die Umwandlung des Glücksspielkollegiums oder die Ersetzung durch eine Anstalt des öffentlichen Rechts, der auf rechtsstaatlicher Grundlage agieren kann. Und ich hatte das vorhin beim letzten Tagesordnungspunkt schon erwähnt, die Regelungen für die Voraussetzungen für eine bundesweite zentrale Sperrdatei. Meine sehr verehrten Damen und Herren, diese hessischen Positionen stehen im Gegensatz zu diesem vorgelegten Staatsvertrag, den wir jetzt ratifizieren sollen. Und ich sage sehr deutlich, auch dieser Landtag hat beschlossen, dass wir nicht das wollen, was in diesem Staatsvertrag steht. Auf unseren Antrag vor mehr als einem Jahr haben wir festgestellt als Hessischer Landtag, dass der bestehende Glücksspielstaatsvertrag keine geeignete Grundlage für eine zeitgemäße Glücksspielregulierung bietet. Und in dem Beschluss heißt es weiter, dass der Hessische Landtag ausdrücklich das Konzept des hessischen Innenministers unterstützt und die Landesregierung unterstützt in ihrem Ansinnen, die Entlassung aus dem Glücksspielstaatsvertrag zu vereinbaren. Das ist jetzt über ein Jahr her. An der Bewertung hat sich seither nichts geändert. Das, was erreicht wurde, ist, dass Ministerpräsident Bouffier ein Sonderkündigungsrecht herein
verhandelt hat. Das ist ein positiver Aspekt, aber auch so ziemlich der einzige neben der Aufhebung der quantitativen Begrenzung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, was nach wie vor fehlt, ist eine echte Reform dieses Glücksspielrechts. Es gibt auch keine Lösung bezüglich des höchst umstrittenen Glücksspielkollegiums sowie beim Onlinespiel. Das Einzige, was wir haben, ist das Sonderkündigungsrecht. Da frage ich mich, warum sollen wir einen so langen Zeitraum Ende 2019 haben? Ich kann mir es nur so vorstellen, dass die Zeit bis zur nächsten Landtagswahl überbrückt werden soll, weil man dann hofft, etwas leichter agieren zu können oder was auch immer der Grund sein mag. In der Zwischenzeit, und das ist das eigentliche Problem, mit jedem Monat, den wir verlieren, bleibt das Online-Gaming gänzlich ohne Regulierung mit entsprechenden Schwierigkeiten. Es gibt keinen Spieler- und Jugendschutz. Es gibt geringere Steuereinnahmen und erhebliche Steuerausfälle. Und es gibt Verschiebungen von Spielverhalten in die Illegalität. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das sollten wir vermeiden. Ich sage deshalb abschließend vor dem Hintergrund der Entwicklung in Schleswig-Holstein und der Aussetzung des Ratifizierungsprozesses in NRW, wozu sollen wir dieses Umsetzungsgesetz hier in Hessen denn überhaupt noch weiter betreiben? Herr Innenminister, Herr Ministerpräsident, der ist heute nicht da, aber man wird es ihm ausrichten. Da ist er, wunderbar, wunderbar. Sehr gut. Also kann ich auch direkt, nicht überboten, sondern direkt die Bitte überbringen. Spitzen Sie nicht nur den Mund, sondern fangen Sie auch einmal an zu pfeifen bei dem Herr Thema. Kollege, Sie müssen zum Suchen Ende Sie kommen. Den Schulterschluss mit Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen, wahrscheinlich in wenigen Wochen mit Niedersachsen. Machen Sie Schluss mit diesem Unsinn des Glücksspielstaatsvertrages. Setzen Sie die Beratungen genauso aus, wie das in NRW erfolgt ist. Vielen Dank, Herr Kollege Greilich. Als nächster Redner spricht nun Kollege Bauer von der CDU-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Im März dieses Jahres haben die Bundesländer mit viel Mühe eine Novelle des Glücksspielgesetzes verabschiedet, welche im Januar 2018 in Kraft treten soll. Dieser Glücksspielstaatsvertrag ist die rechtliche Grundlage für den deutschen Glücksspielmarkt. Er soll, und das ist ein wichtiges Ziel, die Glücksspielsucht, denn immerhin sind bis zu 400.000 Menschen gelten als glücksspielsüchtig, verhindern und bekämpfen. Auch der Jugendschutz soll gewährleistet werden und Spieler vor Betrug schützen. Zudem soll der Schwarzmarkt eingedämmt werden. Meine Damen und Herren, Sie wissen alle, dass Sportwetten und der Glücksspielmarkt befindet sich seit Jahren in einem tiefgreifenden Veränderungsprozess. Online-Glücksspiele wachsen stark, trotz des Verbotes. Sportwetten, die Anbieter sitzen etwa in Gibraltar oder Malta, haben ihre Lizenzen alle im EU-Ausland und finden in einem rechtlichen Graubereich statt. Dagegen stellen die staatlichen Sportwetten bei uns in unserem Land einen großen Teil der Einnahmen für den deutschen Breitensport dar. Die Angebote im schnell wachsenden Online-Markt wachsen stetig, derzeit um rund 20 bis 30% jährlich. Wir haben genug Probleme zu lösen, meine Damen und Herren, die einer Regulierung bedürfen. Und wir können eigentlich stolz darauf sein, dass wir in Hessen eine klare Position haben. Der Innenminister hat es deutlich gemacht. Wir haben Leitlinien, an denen wir uns orientieren wollen. Wir haben dafür massivst geworben, dass andere das auch so sehen. Und Innenminister Peter Beuth hat deutlich gemacht, wo die Engstellen sind. Die liegen nicht in Hessen, die liegen außerhalb von Hessens. Aber wir haben eine Option, dass wir durch einen eigenen Vertrag, den wir entwickelt haben, auch nach wie vor handlungsfähig sind. Wir werben um einen sinnvollen Konsens und sind auch, denke ich, kompromissbereit. Aber es muss endlich eine Lösung geben, um diesen Graumarkt auch auszudünnen. Denn da geht es um Millionen, meine Damen und Herren. Und auch wenn es Probleme gibt, ist Politik ja auch da, Probleme zu lösen. Und die neue Regierung in Schleswig-Holstein wird sich entsprechend auch noch positionieren müssen und entweder den Vertrag ratifizieren oder eben den alten kündigen. Da müssen wir mal schauen, was auf uns zukommt. Und selbst wenn der neue Glücksspielstaatsvertrag nicht in Kraft treten wird, brauchen wir Regelungen, die hier das Gesetz vorschlägt. Und deshalb müssen wir auch auf jeden Fall eigengesetzlich hier handeln. Das ist eine wichtige Sache. Es wurde deutlich, wie die politischen Konstellationen sich verändert haben. Auch in Nordrhein-Westfalen gibt es ein Umdenken. Ich hoffe doch sehr, dass wir für die hessische Position hier weitere Mitstreiter gewinnen können. Denn wir haben ein klares Konzept vorgelegt, wie wir eine rechtskonforme, europarechtskonforme Ausgestaltung auch finden können.
und wir wären auf Unterstützung, denke ich, sehr gut angewiesen, wenn andere das ähnlich sehen. Meine Damen und Herren, auch der vorliegende jetzige Glücksspielstaatsvertrag ist nach unserer Ansicht mit Mängeln behaftet und verbesserungswürdig. Und ungeachtet dessen ist der hessische Glücksspielstaatsvertrag eine bessere Lösung. Und wir müssen allerdings trotzdem diesen Vertrag ratifizieren, weil wir doch das eine oder andere anpassen müssen. Das ist in der Tat etwas paradox, aber ich glaube, es ist, denke ich, gut erklären zu können, weil der vorliegende Gesetzentwurf einfach Anpassungen vorschlägt, die aus den Regelungen des Glücksspielstaatsvertrags sich ergeben. Wir müssen nämlich die Zuständigkeiten regeln, z.B. im Regierungspräsidium Darmstadt bündeln, das weiterhin zentral zuständig sein soll für die Untersagung illegalen Glücksspiels und auch für das Spielersperrsystem. Zusätzlich soll die Zuständigkeit für die Erteilung der Erlaubnis zum Betreiben von Wettvermittlungsstellen nebst deren Kontrolle hier zentral gebündelt werden. Das ist doch, denke ich, für alle eine sinnvolle Maßnahme. Das Zweite. Es wird die Glücksspielaufsicht gestärkt. Es werden Testkäufe ermöglicht, Testspiele zur Überprüfung der Einhaltung der bestehenden Regeln. Das wird gestattet. Und zum Dritten ist auch die Einhaltung des bisherigen Vertriebsweges von Sportwetten über die Lottoannahmestellen vorgesehen. All das sind sinnvolle Regelungen, die wir umsetzen sollten, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, wir wissen es alle, und die Vorredner haben es schon deutlich gemacht, wie komplex die Materie ist. Die Regelung des Glücksspielmarktes ist ein mühsames Geschäft. Und für die stetigen Reformprozesse werden die Regelungen zumindest eine Grundlage sein. Wir sollten sie trotz eines möglichen Scheiterns des Staatsvertrags gesetzlich umsetzen und das parlamentarische Verfahren initiieren. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Bauer. Als nächster Redner spricht nun Kollege Rudolph von der SPD-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege Rudolph, Sie haben das Wort. Ja, das hat mir jetzt auch schon öfters. Ich sage ja auch nicht, ich sage ja auch immer nichts zu dem ehrenwerten Metzgermeisterberuf. Also vielleicht können wir uns mal wechselseitig darauf verständigen. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, in der Tat, der Minister hat es ja angedeutet sogar selber, was richtig ist. Wir beraten heute über einen Gesetzentwurf in erster Lesung, der möglicherweise überhaupt nicht im Landtag verabschiedet werden kann. Und Kollege, aber in einem wichtigen Teil. Und Kollege Bauer, wenn dieser Glücksspielstaatsvertrag von den Länderparlamenten dem nicht zugestimmt wird, dann habe ich keine Rechtsgrundlage für bestimmte Sachen. Dann gilt der alte Glücksspielstaatsvertrag weiter. Und ich halte mich jetzt auch nicht, wie Kollege Greilich zu Recht darauf hinweist, auf die technischen Dinge. Das ist ja nicht das Thema. Wir haben das ja im Landtag oft diskutiert. Ich will auf die Historie verweisen. Als der Glücksspielstaatsvertrag, ich glaube, war im Jahr 2012 verabschiedet wurde, ich erinnere mich noch an die Pressemitteilung des damaligen auch Ministerpräsidenten, da wurde dieser Glücksspielstaatsvertrag ausdrücklich begrüßt. Zwei Tage später fand man das gar nicht mehr so gut. Fand ich auch ein bisschen merkwürdig, wenn ich einem Glücksspielstaatsvertrag zustimme, den ich eigentlich für falsch halte. Also das ist jetzt auch keine ganz stringente Position. Die Pressemitteilung haben wir noch in unserem Archiv. Seit der Zeit bekommen es die Länder nicht hin, sich zu verständigen. Und das ist auch kein Problem, wie Sie gerne versuchen, sagen, der SPD-Länder. Es gab einen Hinweis aus der Bayerischen Staatskanzlei, zu sagen, in Hessen macht er das, Sachsen-Anhalt, andere Länder. Es gibt keine einheitliche Linie der Länder quer durch die unterschiedlichen Konstellationen. Die Position der FDP ist ja bekannt. Und die kleine Spitze, Herr Kollege Greilich, die haben Sie sich redlich verdient, will ich mal sagen. Also wir waren noch nicht eingeladen, mal in die Commerzbank-Arena von irgendwelchen diversen Anbietern. Das waren eher andere. Nee, Sie nicht. Es sind auch nicht mehr alle im Parlament, die das mal genutzt haben. Da das im Spiegel stand, kann ich das auch hier zitieren. Also insofern, Herr Kollege Greilich, sind wir da neutral und sind nicht abhängig, dass wir Interessen vertreten müssen, wie es der ein oder andere aus der FDP wohl auch gemacht hat. Ich habe ja gesagt, er ist nicht mehr im Landtag, deswegen kam es. Es war die Allianz Arena, da habe ich eine abgeschlossene Meinung zu diesem Verein. Aber das ist eine andere Geschichte. Zu dem Glücksspielstaatsvertrag, ja, wir sehen Handlungsbedarf. Wir sind schon der Meinung, dass wir ein hohes Interesse da haben, wie können wir das Monopol des Lottospiels sichern. Weil ich will das an der Stelle mal sagen, weil man das in der Diskussion auch zu kurz kommt. Wir geben durch unsere gesetzlichen Regelungen und durch einen bestimmten Mindestumsatz dem Landessportbund über 20 Millionen € jährlich für seine Arbeit. Und das ist oft Breitenarbeit, das ist ein bisschen Leistungs- und Spitzensport, aber das ist Arbeit in der Breite. Und das brauchen unsere Vereine für die Trainerförderung, für die Jugendförderung. Und auch solche Dinge sind in Gefahr, wenn Toto Lotto nicht einen bestimmten Umsatz hat. Und ich glaube auch nicht,
dass solche Anbieter, die online wettmachen, und das ist ein Graumarkt, den müssen wir regeln. Ich habe halt nur Zweifel, gelingt uns das zu kanalisieren, diese Anbieter wie Bet & Win und wie sie alle heißen mögen, zu zwingen, entsprechende Abgaben zu zahlen. Sind die bereit? Das ist eine Frage sicherlich des Abgabensatzes. Wenn der nahe Null liegt, kriege ich auch mit solchen Anbietern etwas hin. Aber das kann nicht unser Interesse sein, sondern ich finde, wir wollen von diesem Geld, was bisher auf Gibraltar und Malta verdient wird, etwas abschöpfen. Da sind wir uns einig. Und dann fordere ich, auch die Länder auf, gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Und weil der Minister da so sagt, der hessische Weg, na ja, wir sind in vielen Verwaltungsverfahren auch unterlegen vor Gericht. So erfolgreich waren wir nicht. Es waren auch durchaus, ich will das jetzt nicht länger ausbreiten, es waren durchaus auch rechtliche Probleme. Hessen war damals stolz, dass sie die Umsetzung der Sportwettenkonzession machen darf. Ich habe mich damals gewundert, warum man sich um diesen schwierigen Bereich so bemüht hat. Jetzt ist man froh, weil man schnell genug loswerden könnte. Also von daher sollte man zukünftig ein bisschen vorsichtiger sein. Die Frage ist, wie soll das gelingen? Zur Situation. Der Schleswig-Holsteinische Landtag, meine sehr verehrten Damen und Herren, hat mit der Drucksachennummer 19/165 beschlossen, der Schleswig-Holsteinische Landtag wird dem § 4.2. Glücksspieländerungsstaatsvertrag nicht zustimmen. Das ist die Rechtslage. Das ist die Rechtslage. Und NRW hat das Verfahren ausgesetzt. Das heißt, was heißt das jetzt für uns? Und wenn bis zum 31.12.2017 in knapp 3 Monaten alle Länderparlamente das nicht paraffiert haben, dann kann das nicht umgesetzt werden. Und dann haben wir ein Problem an der Stelle. Jetzt soll es weitere Kamingespräche geben. Das wird alles ziemlich lustig. Ich erkenne im Moment ehrlich gesagt noch nicht, wie die Länder sich verständigen. Und deswegen hilft es auch nichts, Herr Beuth, wenn Sie immer sagen, der hessische Sonderweg ist der einzig gangbare. Wenn erwarte ich Kompromissbereitschaft aller 16 Bundesländer, gemeinsam ein schwieriges Terrain auch zu reiten. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass auch die Anbieter jegliche Regelungen teilweise beklagen werden und sagen, ist das europarechtskonform. Dieses Problem werden wir grundsätzlich haben an der Stelle. Und deswegen glaube ich, hilft es auch nichts, alte Grabenkämpfe zu fordern, sondern ich möchte, dass der Staat auch zukünftig von den Wetteinnahmen partizipiert in Form von Steuereinnahmen. Das halte ich für legitim. Aber es kann nicht sein, dass wir Hasardeuren es ziemlich leicht machen. Und deswegen ist die Frage, kriegen wir diesen Prozess gesteuert, kriegen wir das kanalisiert? Und da bin ich mal sehr gespannt, ob in den nächsten Wochen überhaupt noch Bewegung ist. Das Gesetzgebungsverfahren stelle ich mir ehrlich gesagt zu dem Gesetzentwurf ziemlich schwierig vor. Da macht auch eine Anhörung wenig Sinn, wenn ich eigentlich weiß, dieser Glücksspielstaatsvertrag wird nicht zur Umsetzung kommen, zumindest in großen Teilen. Und dann gilt der alte Glücksspielstaatsvertrag weiter. Das ist die Sach- und Rechtslage. Und deswegen, Herr Innenminister, das müssen wir dann mal im Ausschuss diskutieren, wie Sie das alles einschätzen, welche Rechtswirkungen es hat. Weil wir haben noch knapp 3 Monate. So. Und da ist noch Weihnachten mit eingerechnet und ein paar andere Feiertage. Und deswegen wird das eine spannende Diskussion. Es ist ein ziemlich merkwürdiges Verfahren. Wir diskutieren einen Gesetzentwurf, der Sachstand heute gar nicht Gesetzeskraft erlangen kann. Auch das, glaube ich, müssen wir gemeinsam im Ausschuss beraten. Aber ich fordere noch einmal, dann müssen sich alle 16 Bundesländer gemeinsam verständigen. Es reicht nicht zu sagen, Hessen hat einen tollen Vorschlag, die müssen alle anderen 15 zustimmen. Ich weiß, dass die Bestimmer jetzt das so wollen, aber das kann ja nicht der Weg sein, den wir gemeinsam gehen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Rudolph. Als nächster Redner spricht nun Kollege Frömmrich von Bündnis 90 Die Grünen. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist komplex, und das haben wir ja auch schon bei der Debatte um den ersten Glücksspieländerungsstaatsvertrag hier diskutiert. Ich kann mich noch gut erinnern, dass wir hier seinerzeit sehr intensiv über die Frage geredet haben, ist das, was wir da in dem Glücksspielstaatsvertrag normiert haben, ist das europarechtskonform oder ist es nicht europarechtskonform? Wir haben damals gesagt, das ist nicht europarechtskonform. Das ist nicht kohärent. Unterschiedliche Spielformen werden unterschiedlich behandelt. Und ich kann nicht hergehen und kann die Spielform, die die höchste Suchtgefahr hat, die gebe ich sozusagen dem Markt frei. Und die, die am wenigsten Suchtpotenziale hat, wie das Lotto zum Beispiel, die stelle ich unter Monopol. Das war die Diskussion, die wir hier damals geführt haben. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass wir damals in der Diskussion
Wir haben gegen diesen Glücksspieländerungsstaatsvertrag gestimmt, aber die damalige Mehrheit hat gesagt, na gut, wir müssen uns da irgendwie einigen und 16 Bundesländer unter einen Hut zu kriegen. Das ist nicht so ganz einfach. Und da werden ja dann auch manchmal abends am Kamin Dinge miteinander verhandelt, die vielleicht auch nicht so wirklich fachlich was miteinander zu tun haben. Aber so soll das zumindest, so soll das zumindest immer passieren. Und wir müssen unterschiedliche Auffassungen der unterschiedlichen Bundesländer unter einen Hut kriegen. 16 unterschiedliche Auffassungen, unterschiedliche Lösungsansätze und unterschiedliche Prioritäten. Das ist nicht schwer, nicht leicht, das ist schwer. Und wir haben ja hier in Hessen über auch den Koalitionsvertrag gesagt, entweder schaffen wir jetzt eine europarechtskonforme Lösung oder wir steigen aus diesem ganzen System aus und machen in Hessen was Eigenes. Dann ist der Ministerpräsident in die Verhandlungen gegangen und hat gekämpft für das, was wir vorgelegt haben. Ich würde sagen, er hat auch viel erreicht und nicht nur die Frage des Ausstiegs, Kollege Greilich. Aber wir stehen trotzdem vor einer Situation, dass wir über einen Glücksspielstaatsvertrag reden, der im Prinzip nicht der Auffassung der Mehrheit dieses Hauses oder auch, ich würde mal sagen, der überwiegenden Mehrheit dieses Hauses entspricht und dass wir über diesen jetzt reden müssen. Und er ist nicht europarechtskonform. Das glaube ich, da sind wir uns auch einig, weil die Frage des Online-Spiels, Casino-Wetten, Poker im Internet wird in dieser Frage überhaupt nicht reguliert. Und ich kann nicht hergehen und kann einzelne Teile mit Monopolen belegen, und andere Teile überlasse ich dem freien Markt. Da gibt es x Urteile des Europäischen Gerichtshofs drüber. Und deswegen würde ich auch die These wagen, dass das nicht hält. Aber irgendwas müssen wir machen. In dieser Krux sind wir ja. Wenn wir diesen Glücksspielstaatsvertrag, der ja uns Rechte einräumt, die wir sonst nicht hätten, den Ausstieg oder das, was wir in der Protokollerklärung hinterlegt haben, oder dass wir die Administrierung dieses Systems loswerden, wenn wir diesen Glücksspielstaatsvertrag nicht ratifizieren und er nicht ins Gesetzblatt kommt, dann bleibt der alte Glücksspielstaatsvertrag bestehen, und wir haben die alte Lösung des Staatsvertrags. Deswegen müssen wir als Hessen eigentlich ein Interesse haben, dass wir diesen Staatsvertrag in Kraft setzen, gleichzeitig aber darüber verhandeln, wie ein neuer Staatsvertrag aussehen muss. Wir haben dafür jetzt neue Verbündete. Das ist auch gut so. Das Land Schleswig-Holstein, die Kolleginnen und Kollegen in Nordrhein-Westfalen haben gesagt, dass sie das erst einmal aussetzen. Also, es gibt neue Verbündete für diese Frage und für die Frage, das zu tun. Und die Schleswig-Holsteiner sagen ja auch nicht nur, dass sie dem nicht zustimmen, sondern sie sagen im zweiten Absatz, dass sie einen weiteren Verhandlungsprozess anstreben. Und wenn ich mir das einmal so vorstelle, wenn ich mich einmal in die Schleswig-Holsteiner reinversetze, würde ich sagen, die wollen zumindest das haben, was wir dort auch drinstehen haben. Die wollen mit Sicherheit auch drinstehen haben, dass sie eine Ausstiegsklausel zu einem bestimmten Termin kriegen und dass die Evaluierung des Staatsvertrages und der Umsetzung des Staatsvertrages dazu führen muss, dass letztendlich die Leitlinien, die wir hier in Hessen ja aufgestellt haben für eine europarechtskonforme Regelung, dass diese Leitlinien umgesetzt werden bis 2019. Wenn nicht, dann steigen die auch mit aus. Ich könnte mir vorstellen, dass das sozusagen die Verhandlungsbasis Basis ist. Ich hätte ein hohes Interesse daran, dass wir diesen diesen Murks, der da angerichtet worden ist, als Hessen nicht auch noch administrieren müssen und uns jedes Mal vor Gericht sagen müssen lassen, dass wir das nicht administrieren können. Das Problem ist aber nicht, dass wir das nicht administrieren können, sondern das Problem ist, dass wir Regelungen zu administrieren haben, die einfach nicht der Rechtslage entsprechen. Und von daher glaube ich, müssten wir ein Interesse daran haben, Regelungen herbeizuführen. Wir haben ja auch einen kleinen Erfolg, Herr Kollege Greilich, was die Frage des Deckels angeht bei den Sportwetten. Der fällt ja weg. Das ist ja eine dieser Absurditäten dieses Staatsvertrags, dass man sagt, wir bieten Sportwetten an, aber wir machen einen Deckel drauf und vergeben nur 20 Konzessionen. Da haben wir hier damals bei der Einbringung schon gesagt, spätestens der 21., der die Konzession nicht kriegt, wird dagegen klagen, weil er sagt, warum kriege ich die nicht?
Und genau das ist eingetreten, und deswegen ist zurzeit ein ziemlicher Stillstand in diesem ganzen System. Und in Richtung des Kollegen Rudolph vielleicht noch eine Anmerkung. Er hat gesagt, schaffen wir es mit einer vernünftigen Regulierung, dann auch wirklich die zur Steuer zahlen und auch zur Abgabe für karitative Zwecke zu bewegen. Ich glaube, das kriegen wir hin. Mit einer vernünftigen Regulierung werden wir das hinkriegen, weil es machen ja andere Länder in Europa auch. Es machen die skandinavischen Länder, es macht Italien, es macht Frankreich. Die haben ein System, die haben dieses System der Wette, des Wettmarktes so organisiert, dass die Gewinne bzw. dass sie auch Gewinne abschöpfen. Und das wäre dringend notwendig. Deswegen sollten wir diesen Prozess weitergehen. Wir wissen noch nicht genau, wie er ausgehen wird. Nochmal, 20 Konzessionen, der Deckel ist auch weg. Die Regulierung des Casinomarktes, das ist ja erstaunlich. Ich wundere mich immer darüber, dass da Ministerpräsidenten auch zum Teil am Tisch sitzen, die sonst immer beklagen, dass ihnen Einnahmen fehlen in ihren Haushalten. Aber sie lassen einen Markt, der im Internet-Poker-Einsatz in 2014 waren 18,3 Milliarden Euro im Bereich Internet-Casino Umsätze unterwegs. 18,3 Milliarden Euro an Umsätzen illegal im Internet, an dem der Staat nicht partizipiert und der auch da auch nicht abgeführt wird. Das muss doch spätestens denen, die sich immer wieder beklagen als Länder, dass ihnen die Haushalte nicht ausreichen und dass sie zu wenig Geld haben, doch mal zum Handeln bewegen, in dieser Frage endlich eine Lösung zu finden. Im Bereich Kollege, Internet, Sie müssen zum Ende ich komme zum Schluss. Frau Präsidentin, im Bereich des Internetpokers sind es noch einmal 3,9 Milliarden Euro, die in diesem Markt unterwegs sind. Deswegen mein Appell. Wir versuchen, dass wir mit diesem Glücksspielstaatsvertrag das Ding vom Kopf auf die Füße stellen und dann hergehen und eine europarechtskonforme Regelung für den Glücksspielmarkt schaffen. Das ist nicht Liberalisierung, sondern das ist Regulierung. Wir bestimmen, unter welchen Bedingungen diese Unternehmen an einem Glücksspielmarkt teilnehmen dürfen. Wer diese Bedingungen erfüllt, darf teilnehmen. Wer diese Bedingungen nicht erfüllt, darf nicht teilnehmen. Dazu zählt Spielerschutz, Jugendschutz, Abgabenpraxis, Solvenz der Unternehmen. Das schreiben wir dann fest. Und wer Herr Kollege, bitte. Letzter Satz. Wer das macht, kann teilnehmen. Wer nicht, scheidet aus. Und das ist, glaube ich, eine gute Regelung. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Frömmrich. Als nächster Redner spricht nun Kollege Schaus von der Fraktion DIE LINKE. Bitte schön, Herr Kollege Schaus, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Allein in Hessen leben 34.000 Menschen, die als problematische oder auch pathologische Spielerinnen und Spieler gelten. Die meisten, etwa drei Viertel dieser Glücksspielsüchtigen, sind Spielerinnen und Spieler an Geldspielautomaten. Die Zahl dieser Automaten stieg in den vergangenen 10 Jahren um sage und schreibe 131% auf fast 12.000 Geräte an. Die durchschnittliche Verschuldung dieser Menschen liegt z.B. bei den Klientinnen und Klienten des Suchthilfezentrums der Caritas Darmstadt zwischen 20.000 und 30.000 €, mit Spitzenwerten deutlich über 80.000 €. Es ist, wie Testläufe erwiesen haben, problemlos möglich, einen Betrag von 1.500 € innerhalb weniger Stunden an diesen Automaten zu verspielen. Schätzungen zufolge entstehen durch Glücksspiel und seine Folgen pro Jahr volkswirtschaftliche Kosten in Höhe von 6,6 Milliarden €. Sie sehen, meine Damen und Herren, Glücksspiel ist kein gesellschaftliches Randthema. Es ist ein gravierendes Problem, und wir sind aufgefordert, Regularien zu finden, die Glücksspiel sinnvoll und wirksam begrenzen und den Menschen, die davon betroffen sind, präventiv und kurativ zu helfen. Wir begrüßen daher die von Ihnen angedachten Änderungen im vorliegenden Gesetzentwurf. Testkäufe zum Zwecke der Kontrolle der gesetzlichen Vorhaben kennen wir ja auch schon aus anderen Zusammenhängen, wie Testkäufe von Alkohol und Tabak in Geschäften
zur Überprüfung und Einhaltung von Jugendschutzbestimmungen. Kritisch sehen wir hier jedoch, dass dies am Ende durch die zuständigen Glücksspielaufsichtsbehörde und damit bei den Kommunen landen wird. Die haben aber, sage ich mal, unter finanziellen Gesichtspunkten nur ein relativ geringes Interesse, die wenigen Glücksspielbetriebe, die es in kleinen und Mittelstädten gibt, auch tatsächlich in dem Maß zu kontrollieren und zu überwachen. Deswegen meinen wir, dass es sinnvoller wäre, diesen möglichen zahnlosen Tiger im Gesetz dadurch die Zähne zu schärfen, dass es eine überörtliche, zentrale Prüfstelle für das Glücksspiel gibt und die auch eingerichtet werden soll. Die Überführung der Zuständigkeiten aus dem Gesetz in das Regierungspräsidium Darmstadt halten wir in diesem Zusammenhang für konsequent. Wir halten es für sinnvoll, dass die Zuständigkeit eben wie auch bei der Kontrolle gefordert in einer Hand liegen und Doppelstrukturen oder ineffiziente Zuständigkeitsstrukturen vermieden werden. Den Erhalt des Vertriebsweges von Sportwetten über die Lotto-Annahmestellen sehen wir auch positiv, weil damit unserer Ansicht nach illegalem Glücksspiel durchaus entgegengewirkt werden kann. Diese Annahmestellen liegen unter einer besonderen öffentlichen Kontrolle. Und von daher ist uns das viel lieber, als dass sozusagen das im Graubereich stattfindet. Dennoch, Herr Minister Beuth, müssen Sie sich auch einige Kritik gefallen lassen. Es ist ja schon angesprochen worden, das Hessische Innenministerium hat nämlich bei der Aufgabe, über den Glücksspielstaatsvertrag wirksame bundesweite Regelungen zu treffen, aus unserer Sicht komplett versagt. Seit 2011 herrscht ein völliges Chaos. Obwohl bereits 2012 der damalige Innenminister Boris Rhein festgestellt hat, dass der Glücksspielstaatsvertrag kaum eines seiner Ziele erreicht hätte und dies vor fast einem Jahr von Schwarz-Grün erneut festgestellt wurde, hat man bis zuletzt keine vernünftige und rechtsgültige Regelung bei der Begrenzung der Konzessionen gefunden. Obwohl das Verwaltungsgericht Wiesbaden in seinem Urteil vom Mai 2015 eben nicht grundsätzlich die Begrenzung der Konzession als problematisch, sondern die Verstöße und Defizite beim Vergabeverfahren kritisiert hatte, wird die Begrenzung der Konzessionen nun völlig aus dem Vertrag gestrichen. Wir wissen, dass es schwierig ist, mit anderen Bundesländern in dieser und anderen Fragen beim Glücksspielstaatsvertrag zu einem Ergebnis zu kommen. Und das ist ja nicht zuletzt auch Schleswig-Holstein und dem eigenen Weg auch zu verdanken. Aber wir meinen, wir müssen wieder zu einer gemeinsamen, einheitlichen Regelung in dieser Frage in der Bundesrepublik insgesamt finden. Ich halte es für einen großen Fehler, dass die eingangs beschriebene Problematik rund um Glücksspielsucht eben nicht dadurch zu bekämpfen ist, dass man das Angebot an Glücksspiel immer weiter ausbaut. Wir meinen, hier müssen klare Grenzen sowohl bei der Entstehung als auch bei den Betreibern von Glücksspielbetrieben gesetzt werden. So ist es am Ende auch nur logisch, dass Sie, ob nun freiwillig oder auf Druck der anderen Länder, die Verantwortung für den Glücksspielstaatsvertrag nach Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt abgegeben haben. Das Hessische Innenministerium jedenfalls hat einmal mehr komplett versagt. Da kann ich nur sagen, machen Sie es endlich besser. Vielen Dank, Herr Kollege Schaus. Für die Landesregierung hat sich noch einmal Staatsminister Beuth zu Wort gemeldet. Bitte schön. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte hier nur darauf hinweisen,
dass das Hessische Innenministerium mitnichten versagt hat an irgendeiner Stelle, was das Thema Glücksspiel angeht, Herr Kollege Schaus. Sie haben mit Ihrem Redebeitrag hier deutlich gemacht, dass Sie von dem Glücksspielrecht weder Ahnung noch Verständnis noch irgendetwas haben. Das ist leider sehr, sehr deutlich zum Ausdruck gekommen. Die Hessische Landesregierung hat immer klargemacht, dass am Ende der Fehler im Aufmarschplan sich durch die ganze Schlacht zieht. Das war das Problem. Die Begrenzung der Konzessionen bei den Sportwetten hat dazu geführt, dass wir rein rechtlich nicht dazu kommen konnten. Das war systematisch sozusagen angelegt im Glücksspielstaatsvertrag, die Konzessionen auszugeben. Insofern haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hessischen Innenministeriums auf einer schwachen und mäßigen Rechtslage versucht, zu tun, was sie konnten. Das ist Ihnen am Ende aus Rechtsgründen nicht gelungen. Und insofern weise ich den Vorwurf, den Sie hier gerade gemacht hatten, des Versagens mit allem Nachdruck zurück. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister Beuth. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit sind wir am Ende der ersten Lesung. Zur Vorbereitung der zweiten Lesung überweisen wir den Gesetzentwurf 1952-48 an den INA.